So, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Michael Freeboot. Ja, ihr habt's gesehen, Philipp im Livestream oder beziehungsweise in der letzten Folge. Wir sind tot. Weil Philipp mich provoziert hat und ich habe ihn dann aus Provokation mit einem Schwert abgeworfen, beziehungsweise mit einem Messer. Das heißt, auf mich wartet dann auch eine zweite Bestrafung. Aber wir kommen erstmal zur ersten Bestrafung. Die ist wie folgt. Jetzt bin ich dran. Ja. Also, Lennart muss sich mit einer Bluetooth-Box bewaffnen, an einen öffentlich belebten Ort in seiner Stadt gehen, zusammen mit seinem Lieblingskameramann. Nice. Und muss dort mindestens 30 Sekunden Helene Fischers Atemlos performen und lautstark mitsingen. Ach, das ist ja eigentlich für mich normal. So Alltag, ne? Naja, das ist, Das ist hart asozial, ich weiß. Ach, nicht. Es gibt Schlimmeres. Ich meine, wir wären dieses Projekt nie eingegangen, hätten wir es nicht, angefangen. Wir können es auch noch ein bisschen schwieriger machen. Du kannst auch die Schuhe ausziehen, wenn du möchtest. Du kannst auch deine Schuhsohle lecken. Leis ist so ein Experte für Schuhe ausziehen und barfuß im Winter. Warum? Ach ja, das ist entspannt. Ah, wir haben da so gewisse Stories, die wir jetzt also so, glaube ich, gar nicht wissen. So viel essen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja mal im Livestream oder so, wenn da irgendwie ein Zuschauer oder so mal sagt, hier, ja, einfach so ein paar Stories erzählen, so. Ja, genau. Das war ganz cool. Mein Fuß blutet gerade schon wieder, das ist das Schlimmste an der ganzen Aktion. Ey, weißt du was? Soll ich was erzählen? Ich hab den Arsch offen. Voll der Aufreißer, wa? LOL, die Villager lachen! Ja, das ist nicht ein Soundtrack. Das ist ja geil. Also. Was denn, Leis? Alles gut, hier sind nur über Löcher. Du Stecher! Bist du schon wieder im Dungeon? Leute, aber es tut mir leid, ihr müsst mich irgendwie nachvollziehen. Das war so provokant von Philipp. Bitte. Erst beschwert er sich so, hey, du bist dreimal gestorben. Und ja! Das Gleichstand. Ja, komm, aber das war nicht gerade unprovokant von dir. Jetzt weißt du aber, wie dünn die Schneide zwischen Leben und Tod ist. Ja, das wusstest du ja vorher auch schon. Und Leist denkt sich einfach nur so, lol, ich musste da nichts machen. Ey, die pfeifen mich an, als ob die mich so richtig sexy finden. Ey! Die husten einfach. Braucht die Hustensaft? Hey, Puppe, zeig mal Tipp-Turn. Ah, ich twerk mal eine Runde für dich. Das ist eine geile Idee gewesen. Nein. Ich mach alles, nur das nicht. Ich schwöre es dir. Leute, wenn ihr wollt, dass Lennart draußen twerkt, dann schreibt es in die Kommentare. Oh Leute, Alter, ohne Scheiß. Zu Miley Cyrus, ohne Scheiß. Alleine diese Tatsache, dass alle Leute, die irgendwie mit mir außerhalb von YouTube Kontakt haben, sich einfach nur denken, Alter, wer hat dir ins Hirn gekackt? Also ich meine, das denkt Leis jeden Tag, ne? Ich muss dir mal eine Story erzählen. Ich habe wann war denn das? Letzte Woche Sonntag, glaube ich. Oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht, wann das Video rauskommt. Am Sonntag kommt das im Video. Kommt das Video am Sonntag? Ja. Nee, am Montag kommt das, genau, da war es letzte Woche Sonntag. Und auf jeden Fall, was ich auch noch erzählen wollte, ich habe mit meiner Freundin so ein bisschen einweihen und so weiter, so auf YouTube und so weiter, damit man mal so sieht, was ich eigentlich mache, weil es ist ja, soll ja nicht so das Geheimnis sein, ne? Ist ja, ne? Und auf jeden Fall, Alter, ich habe noch nie so sehr auf meine Mimik und meine Gestik geachtet, wie an diesem Tage. Ich zeig dir mal My Studios Videos. Naja, nee, da kriegst du einen Herzinfarkt. Die macht sofort Schluss. Und, nee, das nicht. Und, dann habe ich ihr diese Ask Videos gezeigt, die ich da mal gemacht habe. Also, Ask People oder so hieß es. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Format heißt. Wo wir halt fragen, also ich halt jetzt speziell Fragen beantwortet habe. Und, Alter. Die hat sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Weil sie sich die ganze Zeit meine Mimik, meine Gestik angeguckt haben. Ich bin ja so ein Mensch, der vor der Kamera so
Ja, Leute, und dann musst du mal darauf achten, ich mache immer diesen Move, dass ich meine Hände zusammenklatsche. Hm, genau. Ja, das sind Epileptiker. Und, ey, das ist nicht witzig. Und, Müssen die Villager lachen? Naja, die lachen, weil sie dich sehen. Und, ja, also, weiß ich nicht, das war dann wirklich, wo ich mir dachte, okay, cool. Ja, also, es war nichts Negatives, es war jetzt auch nichts, ich sag jetzt mal überragend Positives, habe ich sowieso nicht erwartet. Also war halt so, wie ich es irgendwie auch erwartet habe. So. Weil ich meine, es ist ja ein Unterschied, wenn man die Menschen dadurch kennenlernt, so, ich sag mal, durch das, was er macht. Ich meine, die ganzen Zuschauer, die uns zugucken, Philipp oder so, die haben mich ja auch erst vorher gekannt. Also gut, Philipp jetzt nicht, der hat mich schon vorher gekannt. Jetzt nicht privat, aber so, bevor er irgendwie ein Video von mir gesehen hat, von uns, sorry, Lars, und Ecki. Und, das war halt einfach dieses, du kennst diese Person nicht persönlich. Und, dann siehst du eigentlich erst, man muss dazu sagen, nach 7 Monaten erst, was diese Person überhaupt macht. Nach 7 Monaten? Ja. Ich habe mir Zeit gelassen. Und, das war halt schon für mich, wo ich mir dachte... Für mich ist das ja andersrum. Okay. Also ich weiß ja, was du machst, aber ich weiß nicht, wie du bist, ist das Problem. Das werde ich auch erst in ein paar Monaten rausfinden. Das willst du gar nicht wissen, wie ich bin. Also das lerne dich doch dann auf Ergänzung kennen, habe ich 3 Tage Zeit. Ich bin, wenn man mich privat kennenlernt, bin ich ein richtiger Epileptiker. Wo wir schon wieder beim Thema wären. Hast du Epilepsie? Nö. Ich kenne aber Leute, die das haben. Dann auch mit dem Wii spielen. Und in Nintendo oder hier Hello Kitty Online auf Fullscreen. Hello Kitty Online! Du weißt Bescheid. Fullscreen? Klar. Ich habe übrigens jetzt einen Account. Wie hast du das geschafft? Habe ich mir einen gekauft. Was? Ja, bei eBay bieten kleine Mädchen ihren Account an, habe ich 20 Euro ausgegeben. Willst du was zu merchen? Ich geb dir mal. Ich krieg deinen Hello Kitty Account, wenn ich was zu naschen von dir bekomme. Die geben darf. What the fuck? 20 Euro war noch günstig, da sind Accounts für 50 Euro oder so. Warum? Weil du die Erweiterungs-DLCs kaufen kannst für echtes Geld und dann so Accessoires und so, damit Kitty dann richtig behindert aussieht. Ich würde mir niemals für Hello Kitty Online DLC kaufen. Ich wollte es just for fun mal im Livestream zocken. Funktioniert der Account? Ja, dann ist ja das Geld wieder geholt. Ich habe bei PayPal habe ich ja 3 Tage Zeit, mein Geld zurückzuholen. Naja. Ja, das Geld. Ich hätte auch den Account nehmen können und das Geld behalten können. Auch. Mann, bin ich dumm. Na, Philipp. Da ist, wo bist du eigentlich gerade? Naja. Die Gegend. Ach so. Naja, das war immer so ein kleiner Einblick in mein Leben. Ich bin auch so ein Mensch. Ich würde verdammt gerne vloggen, aber ganz ehrlich, mein Leben ist überhaupt nicht spannend, um sowas zu erzählen. Ich könnte vloggen. Und ja gut, vielleicht wird ja jetzt in den nächsten paar Wochen, Tagen, Monaten zumindest mal hier die Dings georganisiert, wie heißt das Postfach, dass man da wenigstens was zu vloggen hätte. Gut, jetzt wird dann halt das dementsprechende, die Bestrafung halt online kommen. Den ganzen Vlog draus machen, Vorbereitung, Angstzustände. Angstzustände, Pulsmesser, Leichen aus dem Krankenhaus. Das kann ich sogar. Du kannst mich da auch beleidigen. Schön, ich gucke mir das an. Ich schnapp mir eine Schüssel Popcorn und setz mich hier vor meinen Schreibtisch. Ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie nur wegen Bestrafung niemanden beleidigt. Weißt du was? Ich setz mich hier hin mit ein paar Taschentücher und ein paar Schüssel Popcorn. Warum willst du da mit Taschentüchern sitzen? Willst du auch eine Runde jizzen? Das war überdramatisiert, you know. Eine Runde jizzen wie Greens? Oh, geh mir weg mit Greens, jetzt zünd dich an den kleinen Jungen. Mach das. Gönn dir. Ich bin dich. Gegen den Strich. Mach mal noch Cram. Ey, ich wollte diesen Maus gerade bohren, du Arsch, hast die Wand weggebaut. Ich hab's. Guck mal bitte hier. Philipp, bitte guck es dir an. Ich hab hier auf der Seite mit Dirt zugemacht, weil ich so dachte, yo, kein Ding. Und der macht's ja einfach auf. Freiluftwohn. Jetzt brauchst du einen Ofen. Hier. Ja, aber ich habe ganz viel Essen und das würde ich ganz gerne mal braten. Wir waren hier schon mal. Hä? Lass, wir waren hier noch nie. Das ist eine neue Welt. Nee. Das muss dasselbe Seed sein. Es kann sein.
Das kann sein. Ja, Leute, es war halt einfach mal ein kleiner Talk aus meinem Leben. Also, jetzt kann ich ja mal ein bisschen, also leisten. Es ist immer derselbe Seed. Okay. Er generiert nur einen neuen Spawn, also es ist auch immer eigentlich sogar noch, also dieselbe Welt ist es nicht, er setzt ja jetzt zurück, aber er nimmt halt immer denselben Seed, weil ich das so reinprogrammiert habe, weil ich halt kacke bin. Ja, wollte gerade sagen, die Berge hier kenne ich. Die Berge kennt er. Aber die Dörfer sind neu generiert. Also ich finde das jetzt mit dem Village oder finde ich gar nicht so scheiße. Das Dungeon nebenan, um das hier weiträumig vermeiden, Lennart. Gerade du. Welches Dungeon? Meinst du das hier? Kann ich mal reingehen, kann ich mal ein bisschen besuchen hier, ne? So sehen aus. Ich hab ein Schwert dabei, ich besuche Lennart. Und ich dich erwische. Ich dich erwische. Vorsicht, Creeper sind unterwegs. Boom. Lennart! Nee. Der Hardcore-Modus ist halt schon hart, ne? Da kenne ich noch andere Dinge. Leis, Grüße gehen raus. Leis ist hart im Nehmen. Ja. Oh, ich freue mich so. Wann kommt das Video? Am Montag. Mann, da muss ich noch voll lang warten. Ja. Habe ich meine Sprintentaste hier umgelegt? Kann mir mal auf mich aufpassen kurz? Ich muss mal kurz in die Settings. Das ist gerade nicht drin. Denn heute bin ich der King. Ich habe mir das mitgebracht, Leis. Bitteschön. Oh, danke schön. Leute, wir müssen bitte mal was machen, ja? Ich ändere gerade meine kompletten Controls. Ja, kein Ding. Bevor du fragst, was ich mache, Leis, ich beantworte es dir gleich. Okay, ich frage nicht. Niemand will meine Lützes, danke. Bitte, ja. Ja. Philipp ratet Essen. Philipp ratet Essen. Wenigstens haben wir jetzt kein Essenproblem. Das ist doch mal wenigstens was Positives. Ich habe noch Brot. Ich werde mit dir irgendwann schaltet keiner das Format mehr ein, weil sie sich einfach nur denken, die sterben sowieso. Ja, dann habe ich schon das nächste Format, Petto, habe ich dir schon gesagt. Ja. Mein Studio schläft leider nicht. Tut er nie, weiß ich. Ich habe einen Vollzeitberuf. YouTuber? Wenn ich nicht gerade die Welt rette oder mit Obama frühstücken gehe, dann kümmere ich mich um YouTube-Formate. Was? Echt? Ja. Barack ist schon ein netter Geselle. Wir haben neulich erst über Obamacare geredet. Achso. Ja, der macht jetzt Urlaub auf einer Privatinsel. Ich weiß nicht, habt ihr die Nachrichten gesehen? Das wurde ja letztens in den Nachrichten erzählt. Ich weiß, Barack hat mich doch schon eingeflogen, wir haben doch schon hier einen guten Whisky über Trump gelästert. Achso. Barack und ich sind halt richtig dicke. Guck mal, Philipp, ich hab was für dich aufgebaut. In Aschen? Ich bin noch gar nicht gestorben. Nein, noch nicht. War das jetzt eine Drohung? Nö, das war eine Aussage. Ich baue mir jetzt ein Haus, also ich ziehe hier ein. Also da, wo Lennart einziehen wollte. Danke übrigens für die Erde, Lennart. Du hast mein Haus so ein bisschen bereichert. Ich wäre so traurig, wenn ich diese Folge jetzt wirklich sterben würde. Das wäre aber ultra witzig. Einfach nur wegen dem Ding hier. Nein, das ist so zum Gedenken an den restlichen Runs. Was war das Ding? Hallo, hier wohne ich, ja? Ja, was ist das? Mann. Ich kann dich schlagen, ich weiß nicht, wie viel Leben du noch hast. Eins. Besser. Ich muss ausprobieren. Ja, mach. Komm her. Nein! Wenn du gerade 1,5 Attack Damage gemacht hast, ist ein bisschen mehr Leben. Ja, ich hatte Full Life zu dem Zeitpunkt. Das war richtig übel gerade. Hey Philipp, guck mal bitte an deine Fensterscheibe rechts.
Hier, guck mal, ich drohe dir. Nein, ich sag selber Messer. Na gut, Leute, ich würde sagen, danke schön fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Part. Bye, Meister, und ich würde sagen, haut rein. Wieder schauen, und rein, Arterie.